Hey, oh Leute, ich mach mal kurz die Musik leiser. Die kann man erst leider ein bisschen später leiser machen. Das hier ist ein kleines Spiel von Josh aka CDG Movies und Raging Reindeer. Er hat es mir gesendet und ich soll jetzt mal ausprobieren, wie es so ist. Ich wollte jetzt einfach mal das Intro drinnen lassen, sonst hätte ich die Option gleich mal leiser geschaltet. Ist aber leider so, dass die Optionen momentan noch nicht gespeichert werden können. Und auch, ich könnte zwar die Resolution ändern, das wäre aber nicht zu eurem Vorteil. Also Intro fand ich schon ganz witzig, deswegen wollte ich, dass es drin ist. Er hat mir gesagt, es ist ein kleines, ja, Space Invader Klonspiel, kann man nicht so sagen, aber es passt zum Thema. Hashtag Raging Hedge, Hashtag Reindeer. Also, wie man sehen wird, sollen wir Rentiere davon aufhalten, einen Schneechaos zu verursachen. Und wir können hier upgraden. Allerdings, er meint auch irgendwas, es ist noch nicht ganz implementieren ordentlich. Hier können wir die Sugar Barrier, also Zuckerbarrieren, reparieren und die Trees und sowas alles. Und Wave 1 sagt, es kommen nochmal 4 normale Rentiere, dann gibt es irgendwie die Raging Rentiers, irgendwie gibt es noch gepanzerte und das war irgendwie Boss Reindeer. So wie ich es gelesen habe auf deren Seite. Ich habe nämlich auch seine Seite unten verlinkt, falls ihr das Spiel selber spielen wollt. Wie gesagt, in der Videobeschreibung. Ich hoffe, ich erinnere mich noch dran, das später nochmal zu nennen. Okay. Ah, sowas. Okay. Why not? Okay, die kommen hier genau gegen. War schon mal nicht schlecht. Also 4 Cookies haben wir bekommen. Jetzt kommen 8 hiervon. Trees. Auch da stand irgendwie mit Trees, kommen alle 30 Sekunden und man muss die Leertaste drücken. Ja, also ich finde Ballistik wäre doch cool, aber why not? Why not klingt auch so ein bisschen so blöd von mir jetzt. Warum nicht? Hat was. Vor allem die bewegen sich zwar momentan mit aller gleicher Geschwindigkeit, weil es dieselbe Klasse ist, aber die bewegen sich nicht gerade nach außen, sondern die bewegen sich ein bisschen hoch und runter. Mal gucken, wo wir scheitern. 11 Cookies habe ich jetzt schon. Okay. Wow, okay. Ein bisschen verstreuen hier. Bevor die Zuckerbarriere zerstört wird. Oh, 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 oh. Nicht, dass wir hier Probleme bekommen. Und, ja, kriege ich noch. Yes. HP haben wir noch 10.000. Trees. Die sollen auf jeden Fall gut sein und man sollte es nicht bereuen. Man macht Projektierspeed. Ich werde mal kurz einmal in Projektierspeed. Habe ich das jetzt gemacht? Ja, habe ich geupgradet. Mal gucken, ob das auch. Ja, könnte sein, dass das jetzt spielbar sich verändert hat. Oh, da kam ein stärkerer. Allerdings hat er auch nur einen Treffer abgebraucht. Ich dachte, die würden jetzt ein bisschen mehr Treffer kassieren. Es seien die stärkeren, wenn ich das richtig verstanden habe, machen mehr Schaden, als dass sie mehr Treffer abkassieren. Aber da müssen wir gucken. Also kommen hier schon 20 von denen. Und die Musik im Hintergrund hat er mir gesagt, auch der war so nett und hat Musik genommen, die frei zur Verfügung steht. Und hat aber die Leute, die es erstellt haben, kreativerweise oder netterweise, oh mein Gott. Die HP-Zeige geht aber ziemlich schnell nach unten. Josh. Man soll ohne Probleme also die Musik, die gespielt wird, leise im Hintergrund, die ist in der Textdatei, die er mit im Spiel drin hat, erwähnt. Okay. So, es soll also nicht irgendwie. Oh mein Gott, 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 oh mein Gott. Er macht zu viel Schaden. Ah, wie ich die kaum noch aufhalten kann hier. So, komm schon. Nein, 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 nein. Mal gucken, wie viel ich zum. Achso, da. Tree habe ich gemacht, aber. Schon 120 zum Repairen? Übertreiber. Josh, du bist ein Übertreiber. Projektil-Count. Projektil-Speed. Machen wir Reload-Time. Ach, wir kamen zu wenig. Verdammt. Wird das generell teurer? Dann machen wir mal Projektier-Speed nochmal. Wie alle 30 Sekunden. Ich weiß jetzt nicht mit dem Baum. So, ah! Geil! Das hat was gehabt. Okay.
Wow. Die kommen schon wieder hier an. Und die wollen schon wieder meine Zuckerstange fressen. Nein! Ihr frisst nicht meine Zuckerstange. Okay, 168. Ich glaube, wir werden es nicht so weit schaffen. Also, ich mal gucken, wie weit wir es schaffen. Wäre cool, wir machen eine Challenge, Leute. Also, es macht Spaß irgendwie. Irgendwie macht es Spaß. Das ist ziemlich witzig. Also, hier nächste Welle 8. Ich werde dann mal die Punktezahl sagen. Und wenn ihr dabei seid, könnt ihr gerne eure Punktezahl unten posten. Vielleicht Antwortvideos kann man ja leider nicht mehr machen auf YouTube. Aber vielleicht, ja, kriegt man das noch irgendwie anders hin. Ein Screenshot, keine Ahnung. Muss mir vielleicht noch was, ja, was überlegen, ist falsch gesagt, aber. Komm, töte die. Genau. Aber ihr postet einfach mal eure Punkte hin. Also Josh wird es, wenn es einen großen Erfolg hat, mehr oder weniger, hat auch gesagt, dass er das noch auf jeden Fall bearbeiten wird. Und noch mehr machen wird. Oh, so, jetzt haben wir den Reload. Boah, nix da. Oh, ist der schnell. Ich bin einfach nicht gut momentan im Spiel, so sieht's aus. Krank! Ah! Ich muss vielleicht die Trees auch upgraden. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, ich komme nicht mehr hinterher. Baum wird fertig, Baum wird fertig. Oh Gott! Wir gehen langsam in den roten Bereich. Los, schneller, 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 Baum, Baum, Baum. Nein, 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 oh Gott, das will. Nein! Oh, you failed. Uha. Score haben wir 218. Ich würde sagen, wir probieren nochmal eine Runde. Mit Wave 1. Und wenn wir da Glück haben. Also ja, man kriegt schon Unterschied mit, aber Reload Time ist nicht so krass. Also die Verbesserung war es nicht. Vielleicht müssen wir wirklich ein bisschen im Baum investieren. Aber 30 Sekunden. Ja, mal gucken. Projektil Speed. Projektil Count. Das weiß ich nicht, was der damit meint. Ich weiß, ich kann auch repairen. Also ich habe es gelesen, aber ich dachte mir, wäre zu teuer. Opa, mein Projektil-Count. Wie viele Schüsse gleichzeitig kommen oder wie viele Punkte ich kriege. Ups, nee, das wäre Score-Count, wenn es nicht Projektil-Count, sondern. Los, komm, ihr kommt nicht an meine Zuckerstange. Das klingt zwar ein bisschen zweideutig, aber egal. Okay. Next Wave. Wir gehen mal auf die Bäume. Und versuchen ein bisschen wie aller Plants vs. Zombies. Mit ganz eleganten Methoden. Wow, oh Gott, der wird zu schnell, der ist zu schnell. Einfach die Bäume dann zu. Oh, 270. Josh, du bist mir eine Nase. Die Bäume dann zu lösen, wenn es dann wirklich eng wird. So. Also so viele, er hat gesagt, er hat nicht so viele Musikbeispiele, aber momentan habe ich glaube ich schon drei Lieder gehört. Also es sind gar nicht so wenig. Er soll sich nicht selber schon schlecht machen. Reload Time. Vielleicht nochmal Reload Time. Schneller machen. Projektil Speed ist jetzt nicht so die wichtige Sache. Finde ich zumindest. Oh Gott. Naja, obwohl jetzt ein Projektilspeed wäre da schon mal ganz gut. 43. Nächste Welle. Okay, wow, da kommt er. Boom! Schakalaka. Obwohl, ich muss nächstes Mal wirklich bei größeren Massen. Wie. Oh nein, ich hätte doch den Baum lieber hier bei den deutschen großen Anzahlen von Rentieren. Warum jetzt die Rentiere eine Zuckerstange kaputt machen wollen, verstehe ich nicht, aber vielleicht ist es einfach nur ein Hindernis. Und wir versuchen, die zu stoppen. So. Reload Time. Hätte ich mir besser die Texte durchgelesen auf deren Seite. Also, es hat was. Klar, es ist jetzt ja nicht das größte Modern Warfare. Quatsch. Aber der größte, ja. Grafikwunder, die jetzt gerade passiert, aber ich finde, das macht auch auf seine Art ein bisschen süchtig. Und das finde ich gut. 102. Ich bin mal gespannt, wie gut wir vorankommen. 218 hatte ich, glaube ich, letzten Mal gehabt. So, jetzt machen wir die Reload-Zeit nochmal. Ja, man hört eindeutig raus, dass es schon ein bisschen schneller wurde. Und mit etwas Glück kriegen wir das auch ein bisschen besser hin. Boah,
Hier, den muss ich schnell vorne erwischen. Denn dann, genau. Boom. Ha. Oh Gott, ich weiß aber nicht, wie lange, wie viele Punkte er dafür gedacht ist, dass das man wirklich schaffen kann. 66. Uff, ich werde mal hier Projektile. Kann man, oh, man kann sogar teilweise reparieren. Das ist gut. Das ist echt gut. So schlecht ist es doch nicht mit den Projektilen, mit der Geschwindigkeit zu erhöhen. Ah, jetzt fange ich schon wieder an, ja. Krankhaft nahe zu kommen. Ah, Hilfe, 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 Hilfe. So. Uiuiui. 224. Kann das sein, dass wir jetzt unseren Rekord mal gebrochen haben? Das wäre cool. Repair mal nochmal. Na, ich weiß nicht, aber. Das ist alles so teuer, bis auf Projektilgeschwindigkeit. Oh, oh, oh. Okay, warte noch kurz ab. Warte noch kurz ab. Und los. Geh mal da vorne hin. Yes. Jetzt kommt die Hip-Hop-Version. Ich werde jetzt aber nicht dazu rappen oder so. Oder mein altes Ego wird auch nicht dazu rappen. So, 100 haben wir jetzt schon mal. Da kommt nochmal Projektil-Speed und noch ein bisschen repairen. Boah, jetzt kommen schon wieder so Boss-Viecher. Oh, oh, oh Gott, das wird wieder nichts, das wird wieder nichts, das wird wieder nichts, das wird wieder nichts, das ist einfach zu krass. Oder, yes. Komm, ah, ich krieg aber mit, das ist mal, wenn ich halt jetzt die Maustaste mal gedrückt. Wenn die Zuckerstange, oh, sie verbleicht auch, das ist nicht schlecht. Aber, wow, vielleicht kriegen wir es noch hin jetzt. Ich habe mitbekommen, dass, okay, da kommt noch ein Panzer, das. Dass, wenn ich die Rakete starte, oder was heißt starte, wenn die Rakete losfliegt und explodiert, danach ganz kurze Zeit, durch, wenn ich die gemückte Maustaste halte, oh mein Gott, wie viele das sind. Dann Leute, dann kommen, dann schießt er kurz nicht weiter. Okay, wir haben das Score von 393. Ich würde sagen, hier beende ich das. Schönen ersten Weihnachtsfeiertag für euch. Und ihr könnt das Spiel, wie gesagt, unten in den Beschreibungen einfach runterladen. Postet mal eure Topscore. Ihr könnt bestimmt meine besiegen. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr das macht. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Und danke, Joshua. Das Spiel ist echt witzig.